Na du? Wie geht's dir? Sieht auf jeden Fall ganz, ganz entspannt aus, irgendwie. So, und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution 2. Ich mag unsere neuen Mutaburasauren. Ja, ich mag die sehr, sehr gerne. Komfort 97%, ist auch okay, damit kann ich erstmal leben. So, guckt mal rechts unten, Leute. Wir haben über 1 Million $ mittlerweile. Also so langsam geht es bergauf. Ne? Wir spielen ja Challenge-Modus auf schwer. Und hatten wirklich jetzt die letzten Folgen gut zu kämpfen, was das Geld angeht und so. Gut, und wir sehen, ne, Treibstoff. Ich muss jedes Mal wieder Treibstoff auffüllen. Dementsprechend wird jetzt das Erste sein, was ich jetzt hier mache in dieser Folge. Wissenschaftszentrum. Forschung ansehen. Ich will jetzt endlich das Kraftwerk erforschen. So, und wir können das sogar machen. Nice. Legen wir mal los hier. Wir brauchen 5 Logistikpunkte. Nehmen wir mal dich. Billigere Forschung. So, wir können jetzt sogar nochmal gucken, Leute. $210.000. $300.000. Das heißt, wir sparen mit diesem Typen, der den Perk billigere Forschung hat, $90.000. Was sich auf jeden Fall lohnt. So, let's go. Ab geht's. So, deine Gäste beschweren sich über zu wenig Einrichtungen. Ach ja, genau, was mir aufgefallen ist. Guck mal hier. Aktuell gibt es hier Essen. Und hier genauso. Es gibt bei uns noch gar nichts zu trinken. Und hier machen wir auch gerade gut Minus, 0 Gäste. Wir können das, glaube ich, irgendwie umändern. Konfigurieren. Andere. Ach, guck mal einer an. Getränke. Zu Getränke ändern. Dadurch wird die Modulkonfiguration so gesetzt. Jo, anwenden. So, jetzt gibt's hier Ingwerbier. Okay, alles klar. Interessante Auswahl. Was können wir denn noch nehmen? Rootbier. Wieso gibt's denn hier nur Bier, meine Güte? Okay. Spricht halt wieder verschiedene Gästetypen an. Wir haben eigentlich sehr viele davon. Ich würde, glaube ich, mal Rootbier auswählen. Warum gibt's denn hier nur Bier? Das checke ich gerade nicht so richtig. So, bevor ich jetzt hier irgendwas auswähle, würde ich erstmal warten, bis die Gäste das angenommen haben und dann gucken wir einfach, wie der Gewinn sich ändert, wenn wir hier drauf drücken. So machen wir das jetzt einfach. So, wie sieht die Toilette aus? Toilettenversorgung 91%, könnte halt wirklich besser sein. Wir könnten halt hier noch irgendwie eine Toilette hinsetzen. Fahrzeug gefährdet. Ach ja, der André schon wieder, ne? So, er hat auch ein Kohabitationsproblem. Bedeutet das, dass hier zu viele andere Dinos rumrennen? Und das mag er nicht so gerne. Eine Erklärung dazu wäre geil. Ich glaube, es war so. Paul hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Wir können endlich... Gut, dass wir das schon gebaut haben. Und erforscht haben. Direkte Steuerung. Ich mache mal Aufgabe hinzufügen. Paul, hier. Bitte Paul scannen. Let's go. Und bitte nicht alle Gäste umfahren. Das wäre auch super. So, und wir haben die Forschung abgeschlossen für Kraftwerk. Strom. Oh, endlich können wir den Spaß hier bauen. Jetzt verfügbar, kleines Kraftwerk. Krankheit ausgebrochen. Okay, ich kümmere mich erstmal um die Krankheit, Leute. So, was hat er denn? Eine Fahnenvergiftung hat er. Okay, ich kümmere mich drum. Wir müssen den Guten Ersatzes betäuben. Das können wir hiermit nicht machen, ne? Forschung ansehen, Fahnenvergiftung. Nee, ich denke, ich muss ihn mit einem Hubschrauber betäuben. Aufgabe hinzufügen. Das war der hier, ne? Nee, der war's nicht. Stopp. Der hier war's. Okay, Sekunde. Das bitte abbrechen. Und jetzt Aufgabe hinzufügen.
Paul betäuben würde. So, gut, das hätten wir. Ich glaube, wir haben jetzt zu viele Dinos im Gehege. Wir müssen das Gehege entweder größer machen oder wir müssen umverteilen. Deswegen haben die überall dieses Kohabitationsproblem. Das Aim ist aber gerade nicht so nice, mein Guter. Ich mach das mal selber hier, das kann man sich ja nicht angucken. Direkt steuern. Also, na shit, ich weiß aber jetzt nicht, welcher wer ist. Oh mein Gott. Ah ne, er ist betäubt. Er liegt da. Okay, alles klar. So, dann Transport. Paul. Setzt schwere versperrt. Geht nicht. Hä? Der hat aber eine Krankheit. Ich muss das erst erforschen, Leute. Benötigt ein betriebsbereites Wissenschaftszentrum. Okay. Haben wir kein... Wir haben doch ein Wissenschafts... Oh, wir haben keinen Strom. Oh mein Gott, dieses Spiel. Es macht mich fertig. So. Wir bauen dann gleich das Kraftwerk, Leute. Okay. Forschung beginnen. Jetzt geht's. Wupp. Wir brauchen... Ich glaube, wir haben schon alles dafür, ne? Nee, haben wir noch nicht. Wir brauchen einmal Logistik und dreimal Gesundheit. Okay, dann billigere Forschung auf jeden Fall wieder rein. Jetzt brauchen wir noch zwei Gesundheit. Und die sind schon wieder gestresst. Dann nehmen wir erstmal trotzdem dich hier. Aufgabe starten. Dann würde ich schon mal Wissenschaftler ansehen. Dir eine Ruhepause verordnen. Ausruhen. Und ich würde, deswegen habe ich den anderen freigelassen, gleich noch eine Expedition starten. Wie sieht's mit Fossilien aus gerade? Ja, ein bisschen Platz haben wir tatsächlich noch. Okay, dann lass noch eine Expedition starten. Ich würde wohl... Nee, dafür haben wir nicht genug Logistikpunkte. Wir machen irgendwas Einfaches. Nicht genug Logistikpunkte. Hier gibt es bestimmt irgendwas, was wir machen können, oder? Hier, das können wir machen. Ist jetzt nicht so spektakulär. Aber let's go. Upp, Aufgabe starten. Okay. So, jetzt müssen wir warten, bis die Forschung abgeschlossen ist und dann hoffe ich, dass wir ihn behandeln können. So, Parkbewertung und der Gewinn haben sich in diesem Monat nicht verändert, jo. Wie sieht's denn aus jetzt hier? Getränke? Immer noch null Gäste. Immer noch null Gäste. So, mich würde auch mal dieser rote Weg, was bedeutet das eigentlich? Dass hier viele Gäste rumrennen? Weiß es nicht so genau. So, Forschung abgeschlossen. So, jetzt probieren wir es nochmal. Transport. Upp. Okay, so funktioniert das also nicht. Fahrtvergiftung, Behandlung per Pfeil. Okay. Und? Muss ich das jetzt mit dem Ranger machen oder mit dem Fahrzeug hier? Aufgabe hinzufügen. Behandeln. Okay, aber können wir uns ja schon mal für später merken. Bei schweren Verletzungen müssen wir die Dinos hier hin transportieren. So, dann gucken wir mal, dass es denen gleich wieder gut geht. Das würde mich sehr, sehr freuen. So. Okay, im Park gibt es keine Fahnenvergiftung, Quellen mehr. Krass, wie schnell das geheilt ist, oder? Einfach mal so ein Dart reingeschossen und schon ist er wieder gesund, der Kleine. Ich kann den jetzt natürlich künstlich aufwecken. Das können wir mal eben machen. Transport. Bitte hier hinbringen. So, aber theoretisch, weil sonst liegt er da 8 Minuten rum. Das muss ja nicht sein. Nicht, dass er noch verhungert oder so. Okay, das hätten wir. Dann würde ich mich jetzt gerne erstmal ums Kraftwerk kümmern. Notfallgenerator. Ich hätte halt schon gerne gleich ein kleines Kraftwerk. Damit machen wir 60 Strom. 30. Betriebskosten pro Minute. 50.400. Das ist voll viel, Leute. Ich sollte wahrscheinlich erstmal den Notfallgenerator bauen. Ich glaube, das wäre schlauer. Produkt wurde eingestellt.
Nee, ist dumm. Das ist ja das, was wir die ganze Zeit haben. 50.000 pro Minute ist richtig viel, Leute. Ich frage mich, ob das mehr ist, als wie wir ausgeben mit dem Notfallgenerator, wenn wir den auffüllen. Produkt zugestellt. Vielleicht sollten wir tatsächlich noch ein bisschen warten. Krass, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das ist jetzt 60 Einheiten an Strom. Das ist mir echt zu teuer noch. Expedition abgeschlossen. Okay. Fossilien ansehen. So, was haben wir denn Schönes? Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Das auch. Torosaurus. Algenfossilien. Also meinetwegen... Ah nee, genau. Lass das mal den Ceratosaurus jetzt auf 100% bringen. Und ich wäre dafür, Leute, dass wir das nächste Geld investieren in ein Fleischfressergehege, wo wir dann erstmal den Ceratosaurus reinhauen. Weil in das bestehende Gehege den reinballern wäre keine gute Idee. So, hier kriegen wir bloß 9%. Sekunde. Ah, okay, der summiert das immer schon. So ging wir plus 16 und so kommen wir exakt auf 100% jetzt quasi. Ich verstehe. So, und dann würde ich den Kollegen hier, denke ich mal, noch weiter pushen auf 100%. Weil davon will ich unbedingt später deutlich mehr haben. Was ist hier? 28, aber das passt nicht mehr rein, leider. Okay, dann Wissenschaftler zuweisen. Ist jetzt ein bisschen blöd. Ich würde es trotzdem starten. Im Anschluss würde ich dir eine Ruhepause verordnen. Machen wir es so. Wo ist eigentlich mein vierter Wissenschaftler hin? Achso, die macht gerade Pause. I see. Okay, let's go. So, das lassen wir die noch machen. Im Anschluss gibt es Ruhepause erstmal. Im Anschluss gibt es erstmal Pause. So, du hast ja noch gar keinen Namen. Das ist die Bärbel. Das ist auf jeden Fall die Bärbel. Das ist die Laura. Das ist der Frank. Und das ist der Fabio. Ja, Fabio rennt gerne. Hat sehr viel Spaß dabei. Guck mal, da planschen die da vorne gerade. Ja, das ist ein bisschen blöd mit dem Kohabitationsproblem. Darum müssen wir uns bald mal kümmern. Also ich weiß nicht, wir können theoretisch einfach das Gehege größer machen. Ich denke allein, das könnte was bringen, dass sie sich halt mehr verteilen können. Aber ich würde mir halt trotzdem irgendwie eine bessere eine Beschreibung dazu einfach wünschen, wisst ihr? Das wäre halt irgendwie sehr angenehm. Aber ja. Leider kommt da nichts. 43%. Also es ist auch noch ganz knapp gerade. Und zu wenig gemahlenes Blatt sehe ich auch gerade. Okay, ich hau mal euch noch was rein hier. Gemahlenes Blatt. Hier. So. Und wir haben schon wieder keinen Strom. Okay, Moment. Ey, am Ende kostet das hier, wenn ich das so mache, mehr. Ich kann das halt mit den Kosten gerade nicht einschätzen. Vielleicht sollten wir das Kraftwerk einfach bauen und wir gucken, wie sich das von der Bilanz her entwickelt. Wahrscheinlich wäre das das Schlauste. Was kostet das Kraftwerk? $250.000. Ich baue es einfach mal, Leute. Ich baue es einfach mal und wir gucken, wie es dann so aussieht. So, ein Kraftwerk würde ich einfach hier hinsetzen, denke ich. Wird das hier unser Kraftwerkspot? Oder wollen wir die hier hinsetzen? Weil hier kommt sowieso sonst nichts mehr hin. Ja, machen wir mal hier das Kraftwerk hin. Machen wir mal das erste hier hin. So. Kleines Umspannwerk. Mast. Okay, Umspannwerk. Hier macht nicht so viel Sinn. Kann ich das auch hier mit? Wenn ich es hier mit connecte, macht nicht so viel Sinn, ne? Hierfür brauchen wir, glaube ich, auch gar keinen Strom. Dann ziehen wir das erstmal hier lang. Oh, ich habe es ja vermisst, die Dinger zu platzieren. So, hier würde gehen. Moment. Hier ist erstmal hier alles abgedeckt. Wenn ich das hier hin platziere, decken wir sehr viel ab. So. Und ich denke, wir müssen auch noch hier nochmal hinsetzen irgendwie. Mal sehen, ob wir es hier irgendwo hinkriegen. Hier würde gehen. Hier würde gehen. So. Okay, und jetzt noch mit Straße verbinden. Ich hätte gerne eine Kurve, eine schöne. Machen wir gerade. Dann kommt eine elegante Kurve. Dann connecten wir das hier mit. So. Okay. Jetzt müssen wir noch fertig bauen. Dim, 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 dim.
Also was ich gerade noch am meisten vermisse, sind so kleine Dekorationsassets. Also ja, wir können solche Sachen platzieren, aber ich würde halt liebend gerne hier Bäume hinsetzen und so. Und hiermit funktioniert das halt nicht. Ja, doch ein bisschen. Aber ist halt, ja, ne? Also hier könnte man halt auch wunderbar einen schönen Mammutbaum hinsetzen oder so. Okay, hier geht ein bisschen was. Ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Aber es wird schon, okay, es wird ein bisschen schöner. Ein bisschen schöner wird es. Aber wir müssen auch wegen Geld aufpassen, nach wie vor. Mal sehen, ob das irgendwann besser läuft. So, Kraftwerke sorgen für die Stromproduktion. Jedes Gebäude hat Energieverbrauch. Ja. So, Upgrades können wir, glaube ich, noch keine holen, oder? Freier Platz. Ne, müssen wir alles noch erforschen. So, Ceratosaurus, Leute, vollständig. Und unsere Barbarossa. Ne, Barbossa. Ist verärgert. Wissenschaftszentrum. Nein. Personalzentrum. Ihr dürft erstmal Urlaub machen. Hauptsache, das kostet 90.000 Dollar, Mann. So. Ich glaube, ihn würde ich noch einmal auf Expedition schicken und dann machen wir mit ihm auch Urlaub. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir mehr oder weniger Geld ausgeben. Das Ding können wir jetzt einfach leer laufen lassen. Für den Notfall lassen wir es aber mal noch da, falls irgendein Mist passiert oder so. Aber wenn der Treibstoff alle ist, wobei theoretisch könnte es sogar sein, dass der Treibstoff jetzt gar nicht mehr verbraucht wird. Ne? Wenn das Kraftwerk jetzt erstmal alles bedient, ist das ja auch okay. So, ich hoffe, wir machen jetzt noch Plus, Leute. Gewinn. Einnahmen. Also das ist das Kraftwerk hier, guckt. Das ist das Kraftwerk. Okay, alles klar. Also wir sind, haben auf jeden Fall eine positive Bilanz, haben wir, definitiv. Jetzt würde mich halt mal sehr interessieren, wie sieht es denn aus mit den Getränken? Wir machen Gewinn. Okay, Innenmodule. Alter, da geht ja einiges. Fernseher. Fischtank, bringt richtig viel, rein damit. Ich gucke jetzt einfach immer nur, was am meisten Gewinn bringt, ne? Was am meisten, 15.000. Fusionsausstellung. Alter, das lohnt sich ja richtig. Fernseher, Safety Spot, Springbrunnen. So, okay. Hätten wir auch. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich hätte schon Bock, Gästeeinrichtungen weiter zu erforschen, um ehrlich zu sein. Und wir brauchen vor allem hier eine Beobachtungsgalerie. Wie viele Dinos rennt da gerade rum? An sich nur der Prario gerade. Würde aber schon Sinn machen, allein deswegen da jetzt eine Beobachtungsgalerie hinzusetzen. Ungefähr hier hin, würde ich sagen. Kostet doch gar nicht so viel, sehe ich gerade. So. Und dann können wir das schon mal mit der Straße verbinden. So hier. Dann hätte ich gerne eine eckige Kurve. 90 Grad. So. Dann hier genauso. So. Und jetzt so ein bisschen parallel zum Zaun, soweit es halt möglich ist, weil hier ist halt die Map-Grenze. Gut, also nicht parallel zum Zaun. Wege. Wir müssen dann mal gucken, dass wir breitere Wege freischalten. Das wäre irgendwie, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt. Bam. Bam. Okay, so, damit kann ich erstmal leben. Und sobald wir sehen, dass da viele Gäste hinlaufen, müssen wir dann natürlich dann auch wieder die ganzen Touri-Gebäude da hinsetzen. So, Fahrzeug wird angegriffen. Bestimmt wieder von André, oder? Ist eigentlich immer André. Ne, die Sarah diesmal. In Panik. Oh nein. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich gerade, dass das Gehege noch ein bisschen zu klein ist. Also wir können es natürlich größer machen. Bis hierhin. Und einfach versuchen, mit Pflanzen und so dafür zu sorgen, dass die sich mehr verteilen. Ich glaube, das wäre relativ schlau. Ich glaube, das wäre relativ schlau. Wir könnten den Zaun einfach hier weiter, gerade wie weit ist die Map noch bis hier hin? Den Zaun bis hier hin, dann hier lang und dann hier zumachen quasi. Das wäre wahrscheinlich die beste Idee. Wir können auch mehrere Gehege machen, das würde auch gehen. Aber ich finde halt große Gehege immer cool eigentlich. Lass das mal machen, Leute. Lass das mal machen. Machen wir es hier hin.
Wir müssen ein bisschen genug Platz lassen, dass wir die Beobachtungsgalerie jeweils noch einsetzen können. Das wäre relativ wichtig. Und ich sag mal, am Ende können wir immer noch hier einen Zaun in die Mitte durchziehen und die Dinos einfach umverteilen. Das würde ja auch gehen. Das ist ja kein Problem. So, dann hätte ich gerne jetzt hier ein bisschen kurviger. So. Wir können das Gehege auch so weiter ausbauen. Das würde mir, glaube ich, auch gefallen. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Oh, das wird ja schön. So. Hier noch ein kleines Stück. Hier noch ein kleines Stück. Und dann würde ich es hiermit connecten wollen, irgendwie. So, das Gate bauen wir dann wahrscheinlich woanders hin. So. Jetzt würde ich halt am liebsten das hier so irgendwie mit verbinden. Und wir machen das so hier, das ist auch okay. Gut, das Gate reißen wir natürlich dann gleich weg. Sobald das hier alles abgeschlossen ist. Dumm. Dumm. Höchstwahrscheinlich werde ich hier auch ein bisschen Wasser wegmachen und dafür woanders noch was hinsetzen. Schauen wir einfach mal. Sieht echt auch schön aus, wie diese Wasserreflexion. Allein deswegen braucht man viel Wasser, weil es schön aussieht. So, machen wir weg. Okay, es ist da auch ein Zaun. Bum, 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 bum. Bum. Das hier gefällt mir noch nicht. Moment, ich mache mal Pause. So. Gehege. Zaun. Sieht dann deutlich besser aus. Okay. Das dürfte ja fertig werden, bevor ein Dino ausbricht, theoretisch. So, hätten wir. So, Bärbel, Saurierbedrohung. Ich glaube, das war nur gerade weiter ein Loch drin, denke ich zumindest mal. So, sieht schon etwas schöner aus. Hier, genauso ist diese Ecke hier. Gefällt mir auch nicht. Ich bin ein Freund von Kurven. So ein bisschen geschmeidiger darf es schon sein. Also hier. So, hier finde ich es irgendwie noch okay. Wir könnten halt... Moment, Leute. Jetzt kommt halt der Monk bei mir raus hier. Was soll ich machen? Ich hätte ja gerne ein bisschen mehr parallel zum Weg noch. Gefehl. So hier. Dann können wir es hier mit der Kurve einfach connecten. So, kein Strom drauf. Aber müsste eigentlich gleich wieder, oder? Moment, wenn das fertig gebaut ist. Ich hoffe es. Depp. 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 So, okay. Dinosaurierbedrohung ist, müsste jetzt auch gleich wieder verschwinden. So, das ist doch jetzt schon mal ein etwas ansehnlicheres Gehege, was die Kurse angeht. Das ist halt immer noch klein, aber auf jeden Fall besser als davor. Und jetzt würde ich das halt versuchen, ein bisschen anzupassen, was die Beobachtungsgalerien und alles angeht. Wie machen wir das? Am besten fände ich es erstmal, wenn wir hier die Nasus dafür sorgen, dass die ein bisschen woanders abhängen. Die wollen gerne gemahlenes Blatt. Wieso ist immer noch Saurier... Okay, jetzt geht's weg langsam. Wie wär's denn, Leute, wenn wir hier gemahlenes Blatt machen? Schön viel. Moment. Irgendwie auf die Insel oder so. Das könnte halt auch nice aussehen. Gemahlenes Blatt. Was haben wir hier? So größer bitte. So. Vielleicht dann auch hier noch ein bisschen was hin. So, hier genauso. Und hier machen wir das dann Step-by-Step weg am besten. Stattdessen können wir hier vielleicht gemahlener Faserstoff hinsetzen. Ist sogar schon. Okay, dann müssen wir mal gucken, wo die aktuell so fressen. Also wenn die hier noch irgendwie essen sollten, dann ist ja irgendwo noch gemahlenes Blatt und dann machen wir das dann einfach Step-by-Step noch weg, dass sie sich dann mehr hier aufhalten. Das fände ich eigentlich ganz cool. So, die Beobachtungsgalerie geht jetzt bis hier hin. Hier wäre halt so ein Ding cool, was so in die Ferne geht. Ne? Und das würde halt, glaube ich, da sehr gut hinpassen, weil das ein bisschen schmaler ist. Wir können natürlich mal gucken, das hier meine ich, was das kostet. 300.000. Ich glaube, ich gönne mir das jetzt mal. Günstige Expedition, schnellere Synthese, also billigere Forschung auf jeden Fall. Und dann nehmen wir dich noch. Ah ne, wir brauchen Logistik. Machen wir so hier. Anders geht's gar nicht. Aufgabe starten. Okay, let's go.
So, und gleichzeitig, dadurch, dass wir jetzt ja mehr Platz haben, hätte ich große Lust, haben wir noch unseren Wissenschaftler, der Synthetisieren Belege macht. Ich hätte Bock auch noch ein paar von denen hier. Habe ich die jetzt schon auf 100%? Auf 73 erst. Ja, egal. Scheiß drauf. So, ich habe Lust auf. Machen wir mal Death Valley. Langlebig. Speichern. Wissenschaftler zuweisen. Ah. Okay, das ist genau die richtige, die wir noch da haben. Aufgabe starten. Let's go. So, davon will ich echt richtig viele haben, weil ich finde die super. Die machen auch Spaß zuzugucken. Ist schon wirklich jetzt deutlich besser, das Gehege hier. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Fehlende große Nuss. Ja. Die großen Nüsse gibt's da. Ach, was mache ich noch mit ihm? Ach, Lukas, du machst mich wirklich fertig. Große Nuss. So, hier hast du große Nüsse. Na, gucken wir mal. Machen wir hier noch ein paar hin. Schauen wir mal. Ach, Lukas. Große Nuss, 38%. Das wird langsam wirklich besser, Leute. Ja, es wird langsam besser. Okay. Sehr schön. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Ich werde wahrscheinlich trotzdem hier irgendwann noch ein bisschen Wasser wegnehmen. Wobei ich halt finde, dass es gut schön aussieht. Aber ja, gucken wir. Und wenn wir dann ein bisschen mehr Geld haben, werde ich dann auch endlich anfangen, mal ein bisschen Texturen zu platzieren und so. Ach ja, was wir auch brauchen jetzt. Moment, hier haben wir eins. Das ist der Radius davon. Wir brauchen noch so ein Ranger-Ding. An sich brauchen wir fast schon drei, ne, wenn ich mir das so anschaue. Ich mache erstmal hier ungefähr, dass erstmal das ein bisschen abgedeckt ist. Und zwar so sieht ein bisschen blöd aus, aber was soll ich machen? Mal so hier. Oh, okay. Cool. Moment, aber ich glaube, das ist cooler, wenn wir. Ein kleiner Radius, bitte. Nochmal so hier. Das ist schöner. Okay, so, und jetzt Ranger. Überprüft gerade schon. Okay, wir haben da zwei zugeordnet. Das bitte abbrechen. Aufgabe hinzufügen. So. Ich kann die aber immer nur auf 1 schicken, oder? Nee, man kann die auf 2 zuweisen. Okay, das ist natürlich interessant. Dann lasse ich es erstmal so. Also, 2 sind hier, weil hier sind immer noch die meisten Dinos und er macht dann immer noch hier drüben ein bisschen. Bis wir dann das noch ein bisschen weiter optimieren. So. Gut, Leute. Wie sieht's aus mit. Moment. Die müssen eigentlich schon ready sein. Eier auswählen. Scheu. Das ist okay. Wir nehmen einfach alle trotzdem. Die sind alle scheu, ey. Was geht ab? So, Wissenschaftler zuweisen. Billiger Brutvorgang. Aufgabe starten. Let's go. So, wir haben jetzt noch 270.000 Dollar. Wie sieht's denn aus? 146 Gäste. 156 Gäste. Es rennen jetzt aber auch mehr Gäste hier unten lang. Und so verteilt sich das mehr und das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Dann müssen wir jetzt hier auch noch Einrichtungen bauen. Aber da, ich weiß nicht, von Kosten her können das langsam ein bisschen knapp werden. Toilette, können wir eigentlich hier mal eine hinsetzen, meinetwegen. Passt hier leider nicht hin. Na gut, mal hier irgendwie. Hier ist grün. Hier, okay, alles klar. Da, wo es rot ist. Ist es nicht ordentlich abgedeckt? Jetzt checke ich das endlich. Außerhalb des bebaubaren Bereichs. Hier würde gehen. Ich mache mal hier ungefähr. So. Gäste, kleines Hotel, kleine Einrichtung. So. Ich gucke erstmal, wie das angenommen wird, wenn ich hier so ein Ding hinsetze. Okay, und wir brauchen Strom. Würde ich am liebsten hier irgendwie, wollen wir das hier lang ziehen? Oder hier? Ich glaube, hier würde mir besser gefallen. So hier. Okay, hier geht's leider nicht anders. So. Okay, und hier könnten wir theoretisch eigentlich auch schon hier mitarbeiten. Aber nee, wir machen das nur eins weiter nach vorne. So, und jetzt hier.
Bauen wir das Teil hin. Mal sehen. Okay, theoretisch müsste das jetzt passen, oder? Wenn ich zumindest annehme. Ja, sehr gut. So, Forschung verfügbar, alternatives Stromnetz. Mhm. Mehr Strom generieren, großes Kraftwerk. Also ein bisschen gehört das ja auch dazu, ne? Diese Stromleitung und so. Von daher. Okay, und wir können unsere Strutis freilassen. Let's go. So geil wieder, um plötzlich dann noch reinzukommen. So. Ich hoffe, die können sich mit den anderen anfreunden. Ach krass, Mann, die sind auch richtig gut getarnt hier. Die sind richtig gut getarnt. Jo. So, die sozialisieren sich gerade, hä? Ja, davon will ich richtig viele haben, Leute. Also wirklich so, keine Ahnung, 20, 30 Stück oder so vielleicht? Oder 2000? Wir gucken einfach mal. Und wenn es zu viele wären, können wir auch einfach mal einen Fleischfresser reinhauen. Irgendeinen Dido oder so. Ich glaube, der wird die sich gerne mal schnappen. Ich weiß es nicht. Das ist trotzdem krass, wie groß die sind, ey. Wirklich so mit dem Gebäude. Also klar, er ist auch gerade auf einer leichten Anhöhe. Aber trotzdem. Und krass, wie wenig Gäste hier drin sind. Das sind also gar keine Gäste genau genommen drin aktuell. Gehen die jetzt alle darüber, oder was? Da sind auch kaum Gäste drin, nur 3 Stück nur. So, ja, Parkbewertung hat sich nicht wirklich verändert. Wir haben aber mehr eingenommen als letzten Monat, das ist schön. So, nee, ich will das jetzt hier, das erstmal schaffen. Mit dem Herrerasaurus. Expedition. Ich hoffe, wir können das jetzt machen. Wir hatten den hier unten. Da. So. So, danach machst du erstmal Urlaub, das ist okay. Wir brauchen noch einen Logistikpunkt. Würde ich sagen, wir nehmen dich hier. Geht nicht. Wir brauchen 2 Punkte. Okay, Aufgabe starten. So, let's go. Forschung machen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wieder wegen Einnahmen, dass wir ein bisschen Geld generieren. Dann schauen wir mal. So, wie geht's denn Lukas gerade? Fehlende große Nuss. Lukas, ey, ganz ehrlich, du machst mich fertig. Hier sind Nüsse. Wir müssen noch mehr große Nüsse platzieren. Futter. Große Nuss. Große Frucht. Große Nuss. So. Okay. Wir haben es bald. Wir müssen noch ein paar mehr platzieren, aber wir haben es bald. Aber ich meine, Leute, das ist okay. Wir sind noch 92%. Das ist sogar perfekt. Lukas fühlt sich schon ganz wohl. Er muss sich halt noch ein bisschen zurechtfinden hier. Ihm geht's auf jeden Fall besser. Ihm geht's auf jeden Fall besser. Ich lasse ihn könnte wirklich leben rein, ne? War gut. Bin auch erpennt hier. Wir könnten theoretisch mal noch ein paar Fotos machen, ne? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Direkte Steuerung. So. Das könnte schön werden. Alter, das lohnt sich halt richtig, ne? Das lohnt sich halt richtig. So, wir versuchen mal hier. Den will ich auch nicht wecken, den einen. Ganz langsam. So. Oh, das ist auch schön geworden. Nochmal 50.000 Dollar fast. Sehr gut. Wenn ich jetzt nochmal mache, kriegen wir dann wenigstens noch so 20 oder so. Ja, komm, nehmen wir mit. Lul! So scheiße war das Foto jetzt aber auch wieder nicht. Alter. Wow! Alter! Guck mal, was ich kann, Leute. Not bad!
Tschüss. Gibt's jetzt einen Bonus, weil ich nah dran bin oder so? Nein. War das wieder der André? Ist der André? Nee, die Sarah. Die Sarah, die. Ich habe einfach das Gefühl, die benutzt die Autoteile, also Autotüren und so, einfach als Kuscheltier. Ne? Mal jetzt Penny direkt daneben. Meine Güte, ey. Also, sie kommt wirklich langsam Leben rein. Und wir haben immer noch ein Kohabitationsproblem. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich daran, weil die jetzt hier auch noch rumrennen. Aber mal gucken, ob wir das über die Zeit noch ein bisschen verteilt bekommen. Wir schauen einfach mal. Zumindest haben sie jetzt schon ein bisschen mehr Ausweichmöglichkeiten, was schon mal ganz schön ist. Das ist schon mal ganz schön. Laura geht erstmal trinken. Ist richtig schön jetzt hier schon so. Keine Ahnung, gefällt mir schon deutlich besser als noch davor. Deutlich besser. Ja, wohlbekommt. Das schmeckt, ne? So, Expedition abgeschlossen. Dringende Nachricht. Wir haben einen Saurier entdeckt. 7 Gullies in der Nähe von Fargo gesichtet. Gefährliche Bedingungen gemeldet. Okay. Gehe zur Lebendfang-Expedition. 16 Minuten lang verfügbar. Sieh, wenn das in 16 Minuten vorbei ist, dann bleibt es auf der Expeditionskarte. So. Wo ist es denn? Fargo. Was ist hier? Galli. Ja, auf Gallis habe ich Lust, Leute. So. Ich weiß, ich wollte ihn in den Urlaub schicken, aber das machen wir danach. So kann man machen, theoretisch. Aufgabe starten. Okay, cool. Ich finde das wirklich super mit diesen random Events und Ereignissen und so. Das sorgt auf jeden Fall gut für Abwechslung dann noch später. Jetzt bräuchte ich das noch nicht mal unbedingt, aber gerade dann, wenn man vielleicht auch schon mal auf so einer Map gespielt hat und so, ne, das finde ich was ganz nice. Gefällt mir auf jeden Fall. Du hast ja noch gar keinen Namen. Du bist der Sebastian. Und du bist der Erik. Oh, das sieht auch cool aus jetzt, oder? Wir mit diesen schönen angeleuchteten Wolken von der Sonne, dann diese Reflexion. Das sieht schon schön aus. Hatte ja in den letzten Folgen gar nicht so viel Zeit, mir die Dinos anzugucken, weil wir ständig im Stress waren. Man könnte hier vielleicht noch eine kleine Insel reinbauen. Die Gäste benötigen mehr Einrichtung einkaufen. Oh, stimmt, das haben wir ja noch gar nicht, Leute. Das mache ich jetzt aber sofort, Leute. Das könnt ihr aber wissen. Ich nehme alles mit, wo ich Geld machen kann. In dem Game hier. Wir haben nur $600,000. Jo. Okay, Gäste. Kleine Einrichtung. Also, würde sich halt hier schon sehr gut machen. Hier laufen schon einige rum. Wir können es auch hier hinsetzen. Dann dürfte das hier alles abdecken. Aber die werden ja auch immer mehr jetzt hier rüberlaufen. Ich setze das jetzt hier hin. Ich hätte halt gerne weiter oben. Moment. Damit das halt mit dem hier ein bisschen besser passt. Ich glaube, das würde mir besser gefallen. So. Schön an den Bunker anschmiegen, bitte. Erstmal mit der Straße verbinden. So. Konfigurieren. Andere. Jo, zu Einkaufen ändern würde. Anwenden. Gut, die Konfiguration, die machen wir dann, wenn wir wieder ein bisschen Einnahmen haben. Machen damit. Ich meine, rein theoretisch, ne? Könnten wir natürlich gleich hier unten auch nochmal so ein Ding hin platzieren. Wie viele Leute sind hier drin? Ist die Toilette?
machen noch minus aktuell 40 Gäste. Da lohnt es sich halt noch nicht so wirklich, ne? Also man will halt die Gäste wirklich zufriedenstellen. Hiermit machen wir mehr Minus. Dann halte ich mich erstmal zurück. Also es macht halt wirklich Sinn, gerade am Anfang voll das Zentrum zu generieren, ne? Ist halt logisch irgendwie, aber ja, ist halt. So, what the fuck, wir haben 6 von 7. Ach, wir haben die direkt gefangen. Macht halt irgendwie Sinn, ne? Wenn die halt schon leben, dass die Viren die nicht mehr breeden müssen. So, 6 Stück haben wir aufgenommen. Okay, das Gehege wird langsam voll. Mal gucken, wie das hier so ist, wenn die jetzt hier noch reingehen. Produkt in der Luft. Bin gespannt. Bin sehr, sehr gespannt. Ach ja, wir müssen hier noch Beobachtungsding hinbauen. Transport im Gange. So. Gebäude. Wie rennen denn hier rum gerade? Ja, rennen schon ein paar rum. Personalzentrum, Unterstützungsanlage. Hier muss man machen. Ach ja, wir wollten ja das Teil bauen. Hä? Oh. Das ist ja gar kein Kegel mehr. Früher war das ein Kegel. Ich hatte jetzt erwartet, dass das so hier lang geht. Okay. Das finde ich jetzt nicht so geil. Früher war das ein Kegel, bin ich mir ziemlich sicher, Leute. Könnt ihr mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber also der Sichtbereich war eigentlich ein Kegel. Einige dieser Tiere stellen unsere Fähigkeiten wirklich auf die Probe. So zum Beispiel der Gallimimus. Ein opportunistischer, in Gruppen lebender Allesfresser. Aber das Problem ist die Geschwindigkeit. Der Gallimimus ist sehr schnell, sodass das Ranger-Team Schwierigkeiten bei der Beobachtung hat. Mhm. Oh, sozialisiert euch erstmal. Aber rein theoretisch kennen die sich ja schon, ne? Guck mal, der hat ja auch ein... Der hat anderes farbliches Muster als der hier. Also der ist ja so rötlich hier oben. So, die fühlen sich erstmal wohl, sind halt ein bisschen einsam, aber die können sich ja einfach zusammentun. Guck mal, der ist komplett grün. Der hat dieses Mangrovenmuster. Der sieht auch cool aus hier. Der sieht auch cool aus. So, wie ist denn... Moment, die Gruppengröße. Ist auch... Oh, 26 Anziehungskraft, das ist ganz nice. Oh, Vogelkrippe. Ah nee, das ist eine Schwäche. Okay, alles klar. Der hat das nicht, das ist nur eine Schwäche. So. Also ich habe aber den Eindruck, Leute, auch wenn die Kohabitation nicht 100% perfekt ist, solange man es damit nicht übertreibt, ist alles noch okay. So. Sozialisiert euch mal ein bisschen. Jetzt hat er Territorialbedarf. Na, wir gucken, ne? Aber auf jeden Fall geht unsere Bewertung nach oben. Das ist schön. Oh, wie cool. Voll cool, das wirkt halt so schön random irgendwie und nicht so gescriptet, wisst ihr, was ich meine? Der eine hat irgendwie gerade, glaube ich, getrunken oder so und er hat ihn halt so ein bisschen angeknabbert. Ja, das ist schon so, wie die sich verhalten und so, das sieht alles irgendwie deutlich realistischer aus, in Anführungsstrichen. Also, ja. Nachvollziehbarer als noch ein Vorgänger. Ah, cool, oder? Was jetzt hier los ist und so, ich finde das schön. Ja, die Kohabitation ist nicht so top, ich weiß. Was essen die denn gerne? Gemahlenes Blatt, 100%. Okay. Die ist halt auch ganz schön voll jetzt hier, ne? Aber ich meine, so ein paar Dinos aufeinander ist halt so, ne? Wir könnten halt hier, wie gesagt, einfach ein bisschen Wasser noch wegnehmen und da dann noch ein bisschen Nahrung hinplatzieren. Ich glaube, das wäre schlau. Wir brauchen aber auch Beobachtungsdings. Galerien. Unbedingt. Also hier könnten wir eine hinsetzen. Dann würde ich hier mehr viel Land draus machen noch. Und ich will aber auch, dass die auf die Insel gucken können. Wir könnten hier so eine Schneise reinbauen. So hier. Dann wird man das weitestgehend abdecken. Ich mach das mal eben. Zäune. Ich finde es eigentlich, würde ich schon gerne eine Insel behalten. Ich finde das irgendwie cool. Ungefähr hier ansetzen. Hier hin. Dann eckig bitte. Jetzt muss ich halt gucken, wie breit das sein muss, damit wir das rein ranbekommen, ne? Von der Größe.
Das würde passen von der Breite. Mal das Wasser da weg. Sieht gut aus. Ja, man hätte vielleicht noch einen kleinen Tick nach vorne machen können. Einen kleinen Tick noch nach vorne, wobei es ist halt wirklich nur dieses schmale Ding. Okay, dann hätte ich es jetzt hier gerne mittig. Das einzige Dumme ist, dass man hier dann nichts sieht. Das nervt mich, glaube ich, dann auch ein bisschen. So. Und jetzt Zäune. Ist ja ungefähr mittig, das Ding, ne? Kann man nicht meckern. So. Und hier machen wir weg. Und das verbinden wir mit der Straße. So, hier müssen wir auch noch eins hinbauen. Das machen wir auch gleich mal. Machen wir hier ein bisschen Wasser weg. So. Ja, das ist eigentlich zu viel schon. So. So. Dann mache ich wieder weg. Und jetzt machen wir hier auch noch eine Beobachtungsgalerie hin. Das ist okay. Und die Insel würde ich dann einfach noch ein bisschen größer machen. Das ist ungefähr mittig. So, gut, Leute. Und jetzt noch mit Straße verbinden. Den Spaß. Okay, so sieht ungefähr gut aus. Erstmal gerade. Ab hier hätte ich gerne eine Kurve. Parallel zum Zaun. Bis hierhin. Dann wieder gerade. Ungefähr so hier. Dann geht's hier weiter. Zum Zaun. Könnte es halt auch wirklich noch ein bisschen näher ranbauen, ne? Aber so gehen wir vielleicht auch noch ein Gebäude hin oder so. Mal schauen. Und jetzt hier mit verbinden. Theoretisch können wir das gleich auch hier mit verbinden, dann hätten wir ja schon mal einen schönen Rundgang. Im Wasser. Ah, das Wasser. Okay, mach ich noch weg eben. Nur so hier. So hier. Okay, Leute. Bums. Bums. Hat sich auf jeden Fall jetzt ein bisschen was getan, Leute. Hier ist jemand krank. Moment. Hinzufügen. Du hast noch gar keinen Namen. Du bist, Galileo. Moment, wenn, dann müssen wir schon was machen. Galileo. So, Galileo ist nämlich krank, Leute. Dem geht's nicht gut. Kann leider gar nicht näher ran, weil er so in dem dichten Wald da ist. Das Auto kommt da wahrscheinlich auch gerade nicht so gut hin, deswegen. Ganz ruhig, mein Kleiner. Ganz ruhig. Es kommt gleich jemand und macht eine Diagnose. Und dann müssen wir erstmal wieder erforschen. Da kommt's schon. Oh, guck mal hier, Lukas trinkt gerade. Und beschwert sich über fehlenden Wald mal wieder. Na gut, weil hier ist halt nicht so viel. So, okay, haben wir gescannt? Ah, Tollwut. Oh, das ist unangenehm. Forschung beginnen. So, Behandlung Tollwut. Fotografiere einen Saurier mit Tollwut. Oh, wir müssen ein Foto machen. Okay, interessante Anforderung. Ich denke mal, mit dem kann ich kein Foto machen, ne? Doch, sehr gut. Okay, das ist natürlich perfekt. Hast du das? Nee, da. Da. So. Theoretisch haben wir jetzt ein Foto gemacht. Ja, total gut. Forschung verfügbar. Okay, cool. Finde ich aber witzig, solche Kleinigkeiten. Gefällt mir. So. Forschung beginnen. Tollwut, das war hier oben. So, billigere Forschung. Und wir brauchen noch 2 Gesundheitspunkte. Machen wir mal mit dir. Aufgabe starten.
So, und mit dem Kollegen hier, der gestresst ist, den würde ich eben ausruhen lassen. Okay, cool. Okay. Alles unter Kontrolle, Leute. Alles unter Kontrolle. Wisst ihr, natürlich hat mich ja der Zaun wieder hier verbaut ist. Umgebung. Toll. Plätten. Bisschen besser. Bisschen besser jetzt. So, Parkbewertung ist tatsächlich sogar runtergegangen, gerade so wie es aussieht. So, Unterkunftsbewertung ist 100%, Schutzraumversorgung müssen wir noch einen bauen, Toiletten genauso. Transport können wir erstmal nicht wirklich machen. Einrichtung. Ach krass, da gibt es ja auch nochmal eine Übersicht dafür. Wir brauchen mehr Essen und mehr Einkauf. Okay, alles klar. Dann machen wir erstmal Toilette. Raum. Nehmen wir erstmal Schutzraum. So, hier ist Abdeckung okay. So, machen wir hier einen hin. Hier geht noch. Hier bitte gehen. Nice. So, gut. Und wir können jetzt den Dino behandeln. Aufgabe hinzufügen. Behandeln. Bitte Galileo behandeln. So, und Toiletten. Gebäude. Nein, Gäste. Wir sehen, ob ich es irgendwann lerne. Toilette. So, hier sieht's gut aus. Hier ist ein bisschen orange, aber das ist okay. Stimmt, wir müssen noch Stromversorgung machen. Okay, dann bauen wir das in der Nähe von dem Bunker. So. So, und hier noch eine Toilette. Okay, und dann bräuchten wir noch ein paar Einkaufsmöglichkeiten. Aber hier ist halt noch gar nichts los. Dann weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier unbedingt hinplatzieren will. Also hier machen wir zum Beispiel noch Minus. Mit Getränke. So. Okay, machen wir erstmal die Stromversorgung. Bam. 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 Sehr gut, das passt sogar hier hin, das finde ich schön. Wupp. Dann machen wir hier weiter. So. So. Und hier auch noch einen hin. Nochmal so hier, dann kriegen wir hier vielleicht noch ein paar Gebäude dann gleich abgedeckt. Okay. Sieht erstmal gut aus. Ju! Was ist denn jetzt mit dir, Kollege? Er hat ein nicht diagnostiziertes Leiden. Und haut seinen Kopf gegen den Zaun. Wahrscheinlich ist das Leiden, Kopfschmerzen, ich weiß es nicht. Aufgabe hinzufügen. Eilen und scannen. Niedrige Gesundheit. Wurde sich nicht um den gekümmert? Gesundheit 49%. Na, wir schauen mal. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir haben ja auch gar kein Gate mehr. Also wir haben hier ein Gate. Aber ich glaube, es wäre schon besser, wenn wir hier irgendwie noch einen Eingang hätten. Ja, komm schon. Hier. Okay. Direkt steuern. Tada. So. Wissen wir denn, was er hat? Handeln. Wir können erstmal die Gesundheit wahrscheinlich ein bisschen hochbekommen, so. Gesundheit wird erhöht. Das ist schon mal gut. Ja. Okay, noch höher geht nicht. Und jetzt müssen wir scannen. Scanner. Gehen wir näher ran. Objektdiagnose wird gemeldet. Verletzt, großer Bruch. Und Tollwut eskaliert. Scheiße. Okay, Tollwut wird behandelt. Nice. Okay, Tollwut haben wir behandelt. Und jetzt müssen wir den Bruch noch machen. Und ich denke mal, dafür müssen wir den jetzt... Okay, er schießt einfach weiter drauf. Dafür müssen wir den jetzt bestimmt transportieren. Also betäuben und dann transportieren. Denke ich zumindest. Heilen und scannen. Dem geht's doch... Also, ich glaube, das kann der nicht mit den Darts machen, Leute. Hör mal kurz auf damit.
So, ich probiere es mal eben aus. Ich mache mal das, was ich denke, was richtig ist. Und zwar Aufgabe hinzufügen. Einfangteam, Aufgabe hinzufügen. Ihn bitte betäuben. Wir können auch den Hubschrauber zuweisen. Okay, interessant. Kann der denn auch Statusbericht machen? Ich glaube nicht, ne? Er kann Nahrung auffüllen, oder? Sieht fast so aus. Okay, ist auch nicht uninteressant. So, er liegt. Und jetzt Transport. So, und jetzt hätte ich den hier rein transportiert, weil er eine schwere Verletzung hat. Okay, und dafür müssen wir jetzt jemanden zuordnen. Wir brauchen 4 Gesundheitspunkte. Nehmen wir mal dich und dich und danach machst du eine kleine Pause. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ja, um den Galileo wollen wir uns kümmern, Leute. Ne? So, ich würde mal hier, glaube ich, schon mal ein paar kleine Inseln noch einbauen. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Oh Mann, eigentlich wollte ich heute noch diesen Keratosaurus irgendwie ins Gehege machen. Die Zeit vergeht so schnell und ich habe die ganze Zeit Sachen zu tun. So, kein Wasser. So hier vielleicht. Transport hat begonnen. Eine Insel. So. Was esst ihr denn gerne? Gemahlenes Blatt. Okay. Mein, das ist das hier. So. Okay, dann ist das jetzt erstmal die Galli-Insel. Mal gucken, ob die da jetzt auch öfters mal hingehen. Also der Julian, der lässt nichts anbrennen, Leute. Heißt, glaube ich, so, ne? Ja, hier, da steht's, Julian. Der lässt nichts anbrennen. Der gönnt sich direkt den Faserstoff. Sehr cool, ne? Und jetzt war das mal gepennt. Okay, cool, das ist die Galli-Insel. Bestätige Produktzustellung. So, nun? Oh, wie cool ist das denn, bitte? Mhm. Ja, der wird jetzt geheilt, Leute. Der wird jetzt geheilt. Das hat gerade ein bisschen was von Iron Man oder so. Also diese Dinge. Okay. Jetzt müsst ihr bereit zum Transport. Nice. Galileo geht es wieder gut, Leute. Sehr schön. So, Transportbehandlung erfolgreich. Ah, okay. Hier muss ich drücken. So, dann auf zur Galli-Insel. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Sehr schön. Und guck mal hier, schläft gerade. Der Fabio ist gerade am Pennen. Und links daneben frisst die Laura gerade. Lecker Zeug. Scheint zu schmecken. Das scheint gut zu schmecken. Produkt unterwegs. Jo, Galileo, wie sieht's aus? Mein Kleiner. Hatte Tollwut, hatte einen Bruch. Wir haben uns aber um alles gekümmert. So, guck mal, wir haben auch 1,5 Millionen Dollar mittlerweile. So viel hatten wir ewig nicht mehr. Wirklich ewig nicht mehr. Krass, wie voll das Gehege mittlerweile ist. Wie cool. Dass sie jetzt auch wirklich mal zusammen ein bisschen rumrennen und so. Richtig nice. Also so ein bisschen Rudelbildung hatte man ja natürlich auch im Vorgänger. Aber dass die gemeinsam rumgerannt sind, so zu 4, zu 5 oder so. Ich frage mich, ob die auch, wenn die 30 sind oder so, ob die das dann auch gemeinsam machen. Wenn man wirklich eine richtig große Wiese für die macht oder so. Zustellung wurde abgeschlossen. So, okay. Auf Futtersuche, aber er ist ja auf der Galli-Insel. Kann er direkt essen. Haben wir extra vorbereitet. Lass dir schmecken. Ah, oh, ihm geht's hier gut, sehr schön.
So, gut, Leute. Alles klar. Dann, ja, Lul. Also meine Aufnahme geht schon wieder eine Stunde. Keine Ahnung, wie es ist, wenn ich es geschnitten habe. Vielleicht dann irgendwie 40 Minuten oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht das geschafft, was ich machen wollte. Aber dafür ist das Gehege jetzt schon mal etwas solider. Auch rein optisch gesehen. Wir machen auch weiterhin ordentlich Gold. Gold sage ich schon, Taler. ja, nächste Folge würde ich versuchen, den Ceratosaurus endlich hier ein Gehege für den zu bauen. Wahrscheinlich hierhin, denke ich. Irgendwo. Und das sollte dann auch ordentlich unsere Parkbewertung pushen, wenn wir dann endlich auch mal mit Fleischfressern anfangen. Und ein Ceratosaurus ist, glaube ich, schon ein kleiner Magnet. Da kommen bestimmt ein paar Leute mehr dann dazu. So, Leute, dann, ach ja, Link ganz oben in der Videobeschreibung, ne? Livestream. Einfach mal vorbeischauen. Auf Twitch. Gut möglich, dass ich das Game gerade livestreame oder so. Kann ja mal Hallo sagen. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann, macht's gut, ne? Tschüssi.